Okay, wo ist meine Laterne? So, hier, nee, da habe ich den Krempel reingepackt, ne? Hier. So, wir lassen. Pass auf, das Holz nehmen wir nicht mit. Was will ich mit Holz? Oh, warte mal, pass auf, den Birkenschößling. Auch wenn es nur 1, 2% oder so sind, lege ich die trotzdem mal ab. Ein bisschen trocken ist immerhin ein bisschen trocken. Und ist ein bisschen mehr trocken als gar nicht trocken. Diese Logik heute wieder hier, ne? So, die Zeitung lassen wir auch auf jeden Fall hier, nehme ich nicht mit, den Mist. Ja, die Flares. Guck mal, das Werkzeug lassen wir hier. Ja, sonst haben wir eigentlich nicht viel, was wir hier lassen können, ne? Rohrfisch. Okay, so, ich muss schlafen und ich muss kochen. Was mache ich zuerst? Offensichtlich schlafen. Und für Kochen brauche ich ein Feuer. Aber wir haben einen Ofen und wir haben Holz hier. Das ist, ja, das ist mehr als perfekt, ne? Kann man nicht meckern. So, ich, halt, nee, stopp. Auf, ah, ja, doch, komm, wir trinken und essen nochmal. Einen Schluck und einen Happen. Machen wir. RNV-Fan, schön, dass du dabei bist. Einen wunderschönen guten. Ja, mein Problem ist ja immer mein exorbitant ausgeprägter Orientierungssinn. Deswegen. Ja, das stimmt, es wird im Inventar schneller schlecht, aber so lange. Oder wie, was für ein Zustand hat es? Ach ja, das ist ja easy. Ach komm, ich trinke eine Limo. Ich trinke eine Limo. So, was haben wir? Fisch und. Boah, 3 Kilo Fisch? Ist das euer Ernst? Was mache ich denn mit 3 Kilo Fisch? 3 Stunden Dunkelheit haben wir noch. 3 Stunden Dunkelheit bringt mich aber zu der Erkenntnis, dass in den 3 Stunden, da wir jetzt eigentlich ja ausgeruht und sowas sein sollten, ne? Jawohl. Könnten wir eigentlich schon mal Fleisch braten, ne? So, ich brauche Holz. Da ist kein Holz. Ich brauche Holz. Da ist auch kein Holz. Ich brauche Holz. Ich hätte gedacht, hier hätte ich Holz reingelegt. Schon wieder mal ein Trugschluss. Hier haben wir Holz. Sehr schön. Oh, den Feuerstahl müsste ich eigentlich auch mitnehmen, ne? Also, haben wir zwar zweimal Feuerstahl mit dabei, aber. Hier vergammelt er nur. So, hier haben wir nochmal Holz. Das reicht aber nicht, ne? Muss ich jetzt echt nochmal hier mit der Axt in so ein bisschen Mobiliar reinhauen? So, ich sehe genauso wenig wie ihr. So, Ofen. So, und ich benutze Streichhölzer. Jawohl. Oh. 77%. Ach ja, komm, 77% sind besser als 76%. Auch wieder eine super Weisheit. Ich trinke mal gerade meinen Tee. Und ich bitte, das Schmatzen zu entschuldigen. So, komm, Bernd. Du bist ein Mann, du musst Feuer machen können. Ja, guck mal, das sieht doch super aus. Das hat alles super funktioniert. Halt, stopp. Laterne aus. So, wir machen hier gemütlich. So. Am Kamin. Wir haben 6 Stücke Fleisch, einen Fisch. Das macht 2 Stunden 20 Minuten. Hätte ich mir in Altholz sparen können. Was mache ich denn hier? Mann, Klaus, denk doch mal mit. So. 3 Kilo Fleisch im rohen Zustand. Also, ich müsste mich irren, aber ich glaube, das macht vorm Garen in der Tat wenig Unterschied. Es sei denn, es ist schon sehr schlecht, meine ich. Aber ich glaube, alles, was über 50% ist, hat nach dem Garen 100%. Können wir aber jetzt gerne mal checken. Das Fleisch hatte irgendwas um die 70%, meine ich.
Aber der Erfahrung nach hat es 100% nach dem Garen. Ah, okay. Da haben wir die mathematisch korrekte Aussage. Maximal 50%. So. Ach, weißt du was? Hier. Zack, so. Dann machen wir nämlich noch den Lackbohrling. Fertig. Wenn wir einmal Feuer anhaben, ne? Wasser haben wir genug erstmal. Aber dann machen wir noch den Lackbohrling-Tee und den Hagebutten-Tee. Bietet sich ja gerade an. Achso, Hagebutten haben wir gar nicht so viele. Gut, dann habe ich gelernt, wir nehmen eine Fackel raus. Zack, löschen. Wegstecken. So, aber das bedeutet, ich könnte doch jetzt eigentlich, ich will nämlich gar kein Wasser machen. Dann nehme ich mir jetzt lieber hier noch Fackeln raus, oder? Macht das Sinn? Ich mache das einfach mal, wenn das keinen Sinn machen sollte. Nein, nicht Fackel anzünden. Mach doch die Fackel weg, mein Freund. Bernd. Fackel nehmen. So. Okay, ja, habe ich gut aufgepasst, ne? Also, man braucht mindestens 20 Minuten Brenndauer eines Feuers, um eine Fackel rausnehmen zu können. Habe ich heute erst noch gelesen. Und ich meine, es wäre der Andi gewesen. Hm. Schon wieder. So. Ach, da ist auch meine Frau wieder. Hallöchen. Muss aber gesagt werden. Okay, so, ich mache die Fackel gerade nochmal aus, obwohl ich die gerade erst angemacht habe. Ich wollte nämlich mal gerade schauen, wie es bei uns aussieht. Wir. So, 2 Kilo Fisch. Den hauen wir jetzt erstmal weg. Okay, ah, diesmal lag ich richtig. So. Erstmal ein bisschen Gewicht verlieren hier, ne? Dann wirkt das Ganze nämlich auch schon wieder etwas praktischer hier. So, wie sieht denn unsere Müdigkeit aus? Zustand 95%. Das bedeutet, ich gehe auf jeden Fall nochmal kurz schlafen, um den Zustand wieder auf 100% zu bringen. Da sollten ja hoffentlich... Ja, 2 Stündchen werden nicht reichen. Ne? Mache ich aber trotzdem. Einen wunderschönen guten Abend an meine liebe Frau. Ah doch, hat gereicht, 100%, perfekt. So, Laterne weg. So, jetzt muss ich aber hier gerade noch mal gerade kurz gucken. Es tut mir leid, gerade kurz ein Stillstand. Ich muss nämlich hier mal ein bisschen justieren. Ja, so sieht das Ganze schon wieder besser aus. So, was nichts daran ändert, dass ihr vermutlich nichts seht. Nee, nicht das Gewehr. Mann! So, wir schauen jetzt nochmal. Ich würde nämlich gerne so den Schlafsack, den darf ich auf keinen Fall vergessen. ich nehme den Kanister hier gerade an. Ach komm, ich nehme das alles raus. Das sind eh alle Sachen, die wir mitnehmen wollen. Ach, hier hat man noch Hagebutten. Hm. Dumm, dass das Feuer aus ist. So, ich würde nämlich gerne kurz die Laterne nochmal auffüllen und dann lasse ich den Kanister, glaube ich, hier. Auffülle! So, perfekt. Gewicht sparen, ne? Immerhin 1,3 Kilo. So. Dann in den Kleiderschrank. Ich habe nämlich vergessen, dass ich einen Schal eingesammelt habe, den wir auch nicht mitnehmen werden. Zack. Immerhin 1/4 Kilo. So, dann müssen wir die Sachen hier mitnehmen. Und dann gucken wir nochmal. Ja, das ist in Ordnung. Ja, wobei das eine Stück Stoff, ne, ob man das mitnehmen muss, aber das ist halt auch, wiegt halt nicht viel, ne? So, jetzt haben wir natürlich ein Kilo Fackeln. Ja, die nehme ich trotzdem mit. Und das ganze Fleisch werden wir jetzt irgendwie unterwegs immer ein bisschen loswerden, ne? Von daher. Und wir sind noch unter 40 Kilo, das ist durchaus legitim, würde ich sagen. Deshalb, auf zu Katis Versteck, oder wie es hieß. Ich weiß es nicht mehr, ich hab's vergessen. Aber dazu erstmal Laterne weg. Und wir marschieren vorwärts, und zwar in die Richtung da.
Marschieren wir wirklich? Ja, minus 4 Grad, das ist in Ordnung. Ne? Geht schlimmer. Von daher. Dies passt. Minus 4 Grad ist erträglich. Dumbi, 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 dum. So, ich hatte das, glaube ich, beim letzten Mal hier schon mal probiert. Ne? Geht es hier irgendwo runter? Ah ja, guck mal hier. Der Bernd hier mit 40 Kilo. Bam, bam. Oh, ist das etwa der Wolf, den wir eben erlegt haben? Hat er sich aufs Eis gelegt, um frisch zu bleiben? Alle Tabletten mitgenommen? Nee, aber ausreichend. Ja, ja, das passt. Also Tablettenmangel gibt es hier. Gibt es hier, glaube ich, wirklich nicht. Ne? Von jedem 10 hatte ich eingepackt. Also wir sind ja auch mit Tee und Verbänden gut versorgt, ne? Von daher, die Tabletten, ich glaube, ich habe schon echt lange keine Tabletten mehr wirklich benutzt. Ja, ich glaube, das ist der Wolf. Und es tut mir leid, ne? Aber das kann ich echt nicht liegen lassen. Darm und Fell muss ich mitnehmen. Und schon haben wir wieder Kackwetter draußen. Ernsthaft? Minus 9 Grad. Ich glaube nicht, dass ich so Katis Place finde. Katis Place. Katis. Hast du nicht gesehen? Ich guck mal. Ihr leidet mich, ne? Wir sind ja nur auf Stalker unterwegs, von daher läuft das schon. Ja, das stimmt. Die Tabletten wiegen natürlich fast nichts, ne? Aber auch Kleinvieh macht Mist, haben wir eben festgestellt. So, bin ich hier. Ich habe das jetzt irgendwie nicht mehr. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Wir werden sterben und fangen neu an. Und das live im Stream. Ja! Ach, herrlich. Ich glaube, ich gehe noch richtig, oder? Ja. Gewichtstechnisch ist das. Hilfe! So, da haben wir mal kurz dünnes Eis gehabt. Ich gehe nämlich nicht richtig. Ich hätte da vorne schon abbiegen müssen. Wie ich es mir gedacht habe. Irgendwann haben wir jetzt ein bisschen Rückenwind. Dann geht es ein bisschen schneller mit dem Sterben. Ja, der Hinweis dünnes Eis hat mir Bescheid gesagt, dass ich rechts abbiegen hätte sollen müssen. So, komm, Bernd, weigere dich nicht, du musst hier rauf, Bernd. Ach, Bernd, echt, du bist ein Holzkopf. Dann geh mal hier rum, so. So, hier müsste, ich glaube, hier sind wir richtig. Ja, ich glaube, hier sind wir richtig. Da oben ist ein Bogen zum Feuer machen. Mit dem Bogen Feuer machen? Nee. So, guck mal, hier ist es windstill. Minus 26 Grad. Ja, das ist ja direkt viel muckeliger. Voll muckelig. Das Problem ist, wir haben natürlich kein Holz mit dabei, ne? Aber ich glaube, hier liegt relativ viel Holz. Ich hole mal mein Gewehr raus zum Holzschießen. Katis abgelegene Ecke, so hieß es hier. So. Pass auf, Stock. Ich bereite mich mal für ein Feuer vor. Wobei ich nicht glaube, dass ein Feuer uns hier helfen wird. Ah, wobei minus 12 Grad. Doch, das könnte dann doch sein, dass uns ein Feuer helfen wird. Natürlich nicht bei dem Wind. Obwohl das Schildsymbol mir zeigt, dass ich eigentlich windgeschützt stehen müsste. So. Ah, hier, super. Ach, guck mal, hier haben wir auch direkt Holz. So, ich nehme das alles mit, ne? Rucksack. Hier ein kaputter Pfeil. Jawohl. Krähenfedern. Oh, Krähenfedern sind super. So, pass auf. Ich suche mir jetzt da oben mal eine windstille Ecke, weil ich nicht weiß, wie lange
wie lange dieser Schneesturm hier noch geht. Ich zoome jetzt irgendwo eine windstille Ecke und versuche dort ein Feuer zu machen. Und hoffe, dass man hier irgendwo ein Feuer machen kann. Ich glaube, wir müssen irgendwo in die Richtung, ne? So ein bisschen deutlich windgeschützter. Feuer und Tee. So, guck mal, hier sind wir windgeschützt. Jetzt ist die Frage, können wir hier irgendwo ein Feuer machen? Guck mal, da kann man doch bestimmt. Hier ist ein super Platz, um ein Feuer zu machen. So. Feuer machen. Ja, sehr schön. Wir nutzen Streichhölzer. Müssen wir probieren, ne? Wenn die Zunderbündel uns ausgehen, dann haben wir ein Problem. Aber hier ist es windstill. Von daher habe ich ein bisschen Hoffnung. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob die Temperatur des Feuers reicht, um uns aufzuwärmen. Das ist ja auf dem Sorker-Schwierigkeitsgrad ein bisschen anders. Oh ja, hier. Stock, 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 Stock. Zedernholz. So, wir müssen mal kurz ein bisschen die Temperatur hier im Auge behalten. Minus 6 Grad. Zur Not, sage ich ganz ehrlich, schmeiße ich auch noch eine Fackel rein. Minus 2 Grad. Ah, guck mal. Perfekt. Man kann aus Stöcken Zunder machen, ja. Nein, es reicht nicht. Das ist das Problem. Es reicht nicht. Ich muss irgendwo noch Holz herholen. Weil so erfrieren wir trotzdem. So, mach mal den Bogen doch jetzt weg hier. So, da haben wir leider keine Möglichkeit. Aber ich glaube, die Stöcke helfen uns gar nicht, ne? 58 Minuten. Müssen wir machen. Ich hoffe, dass das Feuer so lange noch hält. Es brennt noch. Lauf, Bernd! Lauf! Wenn du Streichhölzer sparen musst, zünd die Fackel vorher an. Okay. Aber ich kann doch die Fackel... Ach nee, die Fackel kann ich hier gar... Doch, warte mal, pass auf. Die Fackel kann ich doch auch am Feuer anzünden. Oder ist Fackel anzünden mit dem Streichholz auf jeden Fall eine hundertprozentige Chance, dass sie angeht? Stimmt, jetzt wäre Kohle gut gewesen. Das ist richtig, ja. So, jetzt wird's warm. Oder wärmer. Ich werde auf jeden Fall nochmal Zedernholz reinschmeißen, damit es ein bisschen schneller wärmer wird. Und dann würde ich sagen, kochen wir uns eine schöne, leckere Tomatensuppe. Was gibt's Schöneres bei so einem Wetter? Also das Jahr bezieht sich, nehme ich mal an, auf die Fackel. Okay, das ist natürlich ein sehr guter Hinweis. So, Tomatensuppe im Inventar abgelegt. Essen. So, schneller Wärmebonus hier. Ja, da kommen die Taktiker wieder raus, ne? So, wir sind ein bisschen durstig. Dagegen hilft auf jeden Fall Wasser. So, wir essen auch mal ein Stückchen Wolf. Ah, ja, so ist es muckelig. Jetzt ist allerdings die Frage, ich sollte vielleicht die Brenndauer des Feuers nutzen und mir direkt schon mal neues Holz holen, ne? Weil ich mir nicht sicher bin, mit dem Holz, was wir haben, genug haben werden. Also rein von der Dauer her. Wo ist der Stock hier? Da. Deswegen würde ich sagen, pass auf, ich zerlege hier nochmal so einen Ast, dann sind wir auf der sicheren Seite, dann wird es uns jetzt erst nochmal ein bisschen kalt, aber das ist ja erstmal wurscht, sagte er und hatte 48% Zustand. Mama, wo ist mein Feuer? Schnell! Bernd, lauf! Ach ja. Ja, fängt das Stream direkt wieder super an, oder? Was soll ich sagen? Na klar, Bernd. Knöchel verstaucht. Verstehst du?
Du Depp. So, ich mache erstmal nicht zu viel Holz rein. 2 Stunden, denke ich mal, reicht erstmal. Hoppala, so, erste Hilfe. Weißt du was? Wie viel Tee haben wir denn? Ah, wir haben nur den einen Hagebutten-Tee, ne? Na. Nee, gut, den einen Hagebutten-Tee koche ich jetzt nicht. Ach doch, komm, es ist auch wurscht. Ist auch wurscht, wir erhitzen den Hagebutten-Tee für einen Wärmebonus. So. Perfekt. So, schöner Wärmebonus. Ja, schlafen wäre eigentlich eine gute Idee, ne? Pass auf, ich mach mal Zedernholz und Tannenholz und Mama-Tannenholz, weil ich glaube, wir müssen 4 Stunden schlafen, um das erste Hilfe technisch. Ne, wo habe ich denn eben 4 Stunden geschlafen? Ja, egal. Wir schlafen mal hier direkt neben dem Feuer. Das ist eine super Idee. So quasi im Feuer. 2 Stunden. Zack. Das Problem ist, es wird jetzt auch noch dunkel, ne? Und das Feuer ist ausgegangen. So. Das ist mir schon mal passiert. Warum ist denn das Feuer jetzt hier ausgegangen? Weil sich der Wind gedreht hat natürlich, ne? Aber der Nebel ist weg und der Wind lässt nach. Der Himmel brennt. Wir sind bald tot. So. Es ist windstill. Ja, es hilft nicht, ne? Wir. Ich mache eine Fackel an. Echt? Solche Unterschlupf? Nee, komm, wir machen Feuer. Nee, wir machen offensichtlich kein Feuer. Echt? Soll ich mir jetzt einen Unterschlupf suchen? Wir sind doch eigentlich fit. Ach nee, wir sind unterkühlt. Wir sind überhaupt nicht fit. Dann suche ich mir den Unterschlupf im Bergwerk, würde ich sagen. Das ist ja nicht mehr so weit. Ach, guck mal. Ein Beil. Und Sunderbündel. Ich gehe zum Bergwerk. Hey, Leuchtturm ist so langweilig. Da waren wir schon. Ich will nicht zurück zum Leuchtturm. So, jetzt habe ich hier beim letzten Mal schon mal den Weg runtergesucht. Ich glaube, hier ging es dann, ne? Na klar, Andi. Wir sind erfahrene Survival-Experten. Da kennen wir nichts. Unterkühlt, ein Drittel Zustand. Ja, läuft bei uns. Guck mal, ich lasse extra die Fackel an, weil die ein bisschen Wärme spendet. Was natürlich nicht hilft, aber das weiß ja keiner, außer uns. La 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 la. So, im Auto hätten wir auch einen leichten Unterschlupf. Aber das hilft uns natürlich nicht, wenn wir draußen arschkaltes Wetter haben. So, bin ich richtig abgebogen? Ja. Ich bin sowas von richtig abgebogen. Richtig abgebogen. Also im Bergwerk ist es halt auch sicher, ne? Und so weit ist es bis zum Bergwerk nicht. Ich würde sogar schätzen, es ist höchstens genauso weit wie zum Leuchtturm. Von daher passt das schon. Deswegen lasse ich ein bisschen die Fackel brennen, damit es uns... Hier, guck, uns wird schon muckelig warm. So, das war doch der Weg hier, ne? Zum Bergwerk, oder? Das kommt mir so unbekannt vor hier. Genau, im Bergwerk ist es auch ohne Feuer warm genug. Das stimmt.
Ach, tut mir leid, ich habe Bartflechten gesehen. Bei sowas habe ich die Ruhe weg. Ich werde erst panisch, wenn das Bild anfängt zu verschwimmen. Geh weg. Blöde Fliege. Wir erholen uns einfach im Bergwerk, das passt schon. Oh, wir werden müde. Hey. Ah, ein bisschen netter, blöder Hase, echt. Diese komischen Spam-Bots hier, ne, die lernen es auch nicht. Als ob irgendeiner, der auf Twitch streamt, für die Allgemeinheit noch Links offen lässt. Also, Links sind gesperrt. Ich glaube, der Einzige, der das neben mir jetzt noch sehen kann, ist Mad Max. Und er wird vermutlich auch nicht auf diesen Link klicken, mein guter PK4H-Limp. Kleidung im Bergwerk ist bei dir eingefroren, Mad Max, echt? Aber hier sind's. Also, klar, ich habe natürlich die Fackel an, ne? Die machen wir jetzt mal aus, so. 9 Grad. So, eigentlich ist es hier ganz muckelig. Aber ich würde sagen, ich schlafe erst am Ausgang, oder? Von hier aus gesehen quasi, ne? Also, ah, hier liegt überall Kohle, aber wie ich das im Let's Play-Spiel schon gesagt habe, es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, die mitzunehmen, weil die brauche ich auf der anderen Seite gar nicht. Deswegen lassen wir die schön hier, falls wir nochmal zurück müssen, und das müssen wir bestimmt bei dem Schwierigkeitsgrad hier, um nochmal Pfeile herzustellen. Oh, das wird sowieso eine Tortur, ne? Ich bin mir gar nicht sicher, ob das Sinn macht, jetzt die Küstenstraße zu machen. Zumindest würde ich sagen, sollten wir, wenn wir die Küstenstraße abgegrast haben, soweit. Sollten wir im Auto, bevor es rübergeht zur anderen Map, also zur Zwischenmap, hier zwischen Küstenstraße und trostlosem Ort, sollten wir das Auto, glaube ich, vollladen mit nützlichem Kram. Aber jetzt ist schon wieder hier diese Ecken. Mann, hier. Also sprich irgendwie, keine Ahnung, Wasser und irgendwas Nahrungsmitteltechnisches. So, hatten wir den auch gelootet, ja, ne? Jo. Ach ja. Guck mal, hat alles gut funktioniert. 36% Zustand ist doch perfekt. Besser geht's doch gar nicht. Man muss auch mal hin und wieder ein bisschen Mut zur Lücke haben. So, da unten habe ich aber irgendwas gesehen. Das war ein Tischbein. Ja, toll. Ich habe ein Tischbein gesehen. Zu wem gehört es? Habe ich auch noch nicht gehabt. Gefrorene Kleidung. Der Mad Max hatte das aber schon mal in einem Kommentar berichtet, dass das wohl möglich ist. Das Lustige ist, ich kann nicht mal sagen, seit wann es dieses Feature gibt. Finde ich auf jeden Fall cool. Ist mir aber echt noch nie aufgefallen. Und so wie ich lese jetzt, der Mehrheit im Stream auch nicht. Komm, Bernd, quetsch dich. Zwischendurch muss man mal aufstehen, ne? Rücken und Knie entlasten und so, ne? In Bernds Alter kann man nicht so lange in der Hocke. Warum habe ich die Laterne noch an? Man weiß es nicht. Man sieht doch den Ausgang. So. So, guck mal, jetzt sind wir nämlich hier schon am Ausgang und das ist doch mehr oder weniger perfekt. Wir haben immer noch 9 Grad. Ach so, ja klar. Lufttemperatur minus 1 Grad. Ne? Von daher kann das schon durchaus sein.
dass Kleidung einfriert. Ist nicht ganz unlogisch. Ich achte natürlich irgendwie so generell immer nur auf die gefühlte Temperatur, die ich habe. So, Schlafsack schon mal hinlegen. Den brauchen wir auf jeden Fall. Und ich esse und trinke jetzt auch mal was.